Dein Kopf läuft über mit Wissen in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Das ist ein Zustand, den viele Prüflinge gerade Anfang September verspüren. Du hast jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre genutzt, um richtig viel Wissen aufzubauen. Und gerade diese Freistellungsphase ist natürlich so intensiv. Du beschäftigst dich gefühlt mit keinen anderen Themen außer der Vorbereitung. Und das ist wie so dieses berühmte Wasserglas, wo alles schon voll ist und man immer noch weiter versucht, Wissen drauf zu gießen. Wie solltest du jetzt planmäßig oder sinnvollerweise damit umgehen, wenn du genau dieses Gefühl hast? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es um das wichtige Thema, dass du vielleicht auch das Gefühl hast, dein Kopf, der ist schon so voll mit Wissen und wie soll da jetzt noch weiteres reingehen. Genau das werden wir heute besprechen, wie du jetzt damit umgehen solltest. Mein Name ist Manu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und auch ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du deinen Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und dafür ist der Umgang genau mit diesem Punkt natürlich essentiell wichtig. Du hast das Gefühl, das berühmte Wasserglas, wie eben schon angesprochen, das läuft über, da geht gar nichts mehr rein. Wie soll ich jetzt konkret vorgehen? Woran liegt das? Erstmal für die Beruhigung. Dieser Zustand ist Ende August, Anfang September erstmal relativ normal. Also man kann für die breite Masse vom Normalzustand sprechen. Warum? Du hast jetzt über Wochen und Monate, genau von der Vorgehensweise her, erzeugt, dass du ganz, ganz viel Wissen angesammelt hast. Das hoffe ich zumindest. Und das Wissen ist aber noch nicht, hat sich noch nicht so richtig gesetzt. Wenn du es vergleichst so ein bisschen mit so einem Blumentopf, wenn du Wasser oder die Blume gießt, dann muss das Wasser natürlich erstmal ablaufen und aufgenommen werden können von der Pflanze. Und bei dir, du hast ganz viel Wasser reingegossen. Ich hoffe, die Pflanze ist noch nicht abgestorben. Spaß beiseite. Und musst jetzt darauf warten, theoretisch, dass das so ein bisschen abläuft. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, was den Umgang anbelangt. Bei der Blumenmetapher, denke ich, stimmst du mir sofort zu. Das dauert einfach, da muss man sich so ein bisschen Zeit geben. In der Prüfungsvorbereitung ist es jetzt aber anders, weil wir jetzt zwei Szenarien unterscheiden. Wie kann ich jetzt im September mit diesem Zustand umgehen? Ist das überhaupt ein Problem, was ich habe? Erstes Szenario, du hast wie gesagt, das Wasserglas ist bis oben hin voll. Du guckst aber jetzt auf die offenen Themen. Du hast dir Themenlisten erstellt, das ist offen, das ist offen, das ist offen, das ist offen. Die Klausuren muss ich nur schreiben. Dann wird dir gleichzeitig suggeriert, du müsstest im Idealfall noch 18 oder sogar 30 Klausuren schreiben im September. Gefühlt mehr Klausuren, als der September überhaupt Tage hat an der Stelle. Und das sind sozusagen so viele To-Dos, die du hast. Auf der einen Seite ist das Wissen nicht so richtig abrufbar, was du angesammelt hast. Und dann bist du in einem Dilemma drin. Und in diesem ersten Szenario entscheidest du dich aber, die sonstigen Dinge nochmal anzuschauen, die eben offen sind. Das heißt Thema A, B, C, D, E, alles, was du aufgeschrieben hast, was noch offen ist, was du noch nicht angeschaut hast, um ja die Breite abzudecken. Heißt, du hast dein Wasserglas und du schüttest immer mehr Wasser rein. Was passiert? Das neue Wasser kommt vielleicht rein, auf der anderen Seite schwappt aber ganz, ganz viel von dem anderen über. Und das ist doch etwas jetzt auf der Metapher sozusagen Ebene bezogen, nicht das, was du haben möchtest, sondern du willst doch das Wasser nutzen, also dein Wissen wirklich nutzbar machen. Das heißt, du brauchst theoretisch bildlich gesprochen ein größeres Gefäß. Du musst das Wasser vielleicht aufteilen auf mehrere Gläser. Das bringt uns zur Variante 2. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Variante 1, Umgang. Du kümmerst dich nur noch um die Lücken, versuchst die Lücken zu schließen und möglichst viele Klausuren zu schreiben im September. Variante 2 und der richtige Weg ist, du hast jetzt ganz, ganz viel Wissen angesammelt. Sorg doch jetzt dafür, dass dieses Wissen auch wirklich abrufbar ist im Oktober. Weil all das, was du dir angesammelt hast, wenn du das nicht wirst abrufen können, dann bringt dir das nichts. Das ist keine reine Wiedergabeprüfung, wo du dich irgendwie grob an irgendwas erinnern musst, sondern du musst das wirklich auf die verschiedenen Sachverhaltskonstellationen anwenden. Und das, was du im Juni, Juli, Anfang August behandelt hast, bei aller Liebe, reflektier das sorgfältig für dich, ist bei den meisten einfach so nicht mehr aus dem Stegreif abrufbar.
Und weil das so ist, musst du das erkennen und entsprechend damit umgehen. Du, wenn du das vielleicht von einer anderen Metapher noch greifbarer machen willst, du hast das ganze Wissen gerade im Arbeitsspeicher, du willst es aber auf die Festplatte langfristig rüberschieben, damit das auch abrufbar ist und sozusagen überdauert. Und da musst du jetzt einfach dich für Variante 2 entscheiden und sagen, okay, ich gehe jetzt nicht mehr einher und versuche noch möglichst noch mehr Wissen und alle Lücken zu schließen und alles irgendwie noch zusätzlich mir reinzuziehen, sondern auf das konzentrieren, größtenteils 80-20 versteht sich, was jetzt schon bekannt ist und das auch abrufbar machen. Dann fühlt es sich danach nicht mehr an, ich habe so viel Wissen, aber ich kann nichts richtig abrufen. Das liegt daran, dass du das Wissen nicht richtig verarbeitet hast. Das ist alles oberflächlich, deswegen diese Metapher mit dem Arbeitsspeicher, wenn du dich so ein bisschen beim PC auskennst. Das ist nichts, was wirklich substanziell langfristig vorhanden sein wird, sondern alles so ein bisschen in dieses Kurzzeitgedächtnis reingeht. Davon musst du wegkommen. Du musst dich darauf konzentrieren, zu sagen, okay, ich will das auch abrufen können. Ich will, dass sich das Wissen setzt, bei der Blumentopf-Metapher abläuft, um dann sozusagen punktuell noch Neues hinzuzufügen, aber insbesondere eben auch das dort hinzubekommen, das Wasser, wo es benötigt wird, an die Wurzeln bei der Blume, respektive auf deine Klausursachverhalte in deinem Steuerberaterexamen. So viel zu diesem Thema. Berücksichtige das, verinnerliche das und lass dich nicht leiten von deinem schlechten Gewissen, alle offenen Themen lernen zu wollen. Du brauchst nicht alle Themen, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, noch möglichst viele Klausuren im September zu schreiben. Lass dich da nicht verrückt machen, sondern konzentriere dich mit logischem Verstand, wenn du daran gehst, auf die Dinge, die dich dann auch entsprechend erfolgreich machen werden. Wenn du in deiner Examensvorbereitung genau solche Tipps und natürlich auch in allen anderen Bereichen und die gesamte Vorbereitung benötigst, du noch am Anfang stehst, dann kann ich dich wie immer nur herzlich dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Dort findest du in den 60 Minuten mit unserem Strategieexperten heraus, was sind das für Punkte, die wir anders machen, die wir bei dir implementieren können, um dich erfolgreich über die Ziellinie zu bringen, damit du dein Steuerberaterexamen auch erfolgreich bestehst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten bis dahin, dein Marlo.